Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Pokesynec. Mein Name ist Jarek und in dem heutigen Video schauen wir uns die 10 teuersten Karten aus dem Set Strahlende Sterne an. Wir haben sie tatsächlich bei unserem 1000er Opening alle gezogen. Viele davon mehrmals, nicht alle tatsächlich, aber es waren auf jeden Fall mega, 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 mega krasse Hits. Und ich denke mal, dieses Rating wird euch ein wenig überraschen. Und wenn ihr Lust habt und Bock auf weitere Videos in so einer Art und Weise oder unseren Kanal einfach generell unterstützen wollt, lasst gerne jetzt ein Abo und ein Like da, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, ab geht's zu unseren Top 10 aus Strahlende Sterne. So, und zwar haben wir das vorbereitet. Die News gehen auch tatsächlich nochmal online und wir starten mit Platz 10. Platz 10 ist das wunderbare Arceus V-Star und zwar in Rainbow. Kostet aktuell etwa 30 Euro. Danach kommen wir zu unserem wunderbaren Arctos in Gold. Kostet auch ungefähr 30 Euro, das heißt, der Platz 9 und Platz 10 teilen sich ungefähr ein Rating. Danach kommen wir zu dem wunderbaren Gold Zapdos. Ich weiß, Leute, wenn ihr bei uns auf dem Kanal aktiv seid, werdet ihr Zapdos auch hin und wieder mal Zapdos nennen. Das passiert uns allen. Dann kommen wir zu Platz 7, Nachtara V-Max, 40 Euro. Mega, mega, mega krasse Karte. Dann Platz 6. Full Art Glurak haben wir leider nicht mehr, denn diese Karte ist bei Card Market an einen von euch Glücklichen gegangen. Deswegen kann ich euch die leider nicht mehr in die Kamera halten. Also derjenige, der sich die Karte gesnackt hat, Glückwunsch. Wir haben sie für dich gezogen und tatsächlich in 1000 Boostern nur ein einziges Mal. Und diese Karte ist jetzt bei dir. Dann kommen wir zu Lavados. Lavados liegt bei 45 Euro und ist etwas teurer als das Glurak. Nicht ganz, also 5 Euro, das ist trotzdem ja immer noch ein guter Preis für diese Goldkarte. Dann kommen wir zu einem riesengroßen Gap und zwar von 45 auf 70 Euro und zwar das goldene Arceus V-Star. Diese Karte ist generell sehr, sehr, sehr teuer, weil sie mega spielbar ist. Das Deck ist einfach ein reines Meta-Deck und damit könnt ihr einfach alles und jeden platt machen. Dann kommt Arceus Alternativ. Auch eine super, super starke Karte haben wir tatsächlich auch nur ein einziges Mal gezogen in 1000 Boostern. Und die ersten und die zweiten Plätze sind, wie nicht anders zu erwarten war, Glurak Alternativ für 165 Euro und Glurak Rainbow für 155 Euro. Ja, das waren die Top 10. Wenn ihr die Karten gezogen habt, wisst ihr jetzt ungefähr, was die wert sind. Ansonsten wisst ihr auch, was es kostet, wenn ihr diese ganzen Karten einkaufen wollt. Die Preise natürlich brandaktuell, das heißt, die können morgen, übermorgen oder in einer Woche schon ganz anders aussehen, teurer oder vielleicht sogar günstiger, je nachdem, was alles sozusagen angeboten wird. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch alles Gute. Ciao, ciao.